Ein einfacher Müsli-Container. Rückweg ist möglich. Ach, lass nicht auf mir sitzen. Das hab ich mir gedacht. Mist. Damit. Durch, definitiv nicht durch. Verdammt. Okay. Hier geht's wieder nicht durch, ja. Ich weiß immer noch nicht, was ich damit anfangen soll. Ach du Coin. Geht nicht, an die ich nicht rankomme. Okay, das ist nur der Rückweg. Okay. Was auch immer hinter dieser Tür ist. Flash Shift. Was? Was ist das denn?
Mit dieser für den Kampf geeigneten Ion-Fähigkeit kann sich Samus blitzartig über eine bestimmte Distanz nach vorne oder nach hinten bewegen. Halte bei aufgefüllten Ion A gedrückt, um den Flash-Shift einzuleiten. Neige dann nach links nach rechts, um dich blitzartig in die entsprechende Richtung zu bewegen. Alternativ kannst du auch A drücken, damit du, während du dich mit Hilfe von L bewegst. Diese Fähigkeit ist auch in der Luft einsetzbar. Wenn du direkt nach deinem ersten Flash-Shift jeweils A gedrückt hältst und L zur Seite bewegst, kann Samus direkt bei L bis zu zwei weitere Flash-Shifts ausführen. Der Einsatz eines Flash-Shifts leert die Ion-Anzeige komplett. Die beiden zusätzlichen Flash-Shifts verbrauchen kein Ion. Okay. Das ist praktisch. Ah. Damit kann ich jetzt durch solche Türen durch. Praktisch. Ja, jetzt komme ich auch an die E-Tank ran. Sehr schön. Kann ich das jetzt Ball? Nein, schade. Okay. Okay. Ich kann es unter Wasser nicht. Okay. Geht's vielleicht doch als Ball? Oh. Toll. Ich wäre echt schneller gewesen, hätte ich es vielleicht geschafft. Okay. Das Ergebnis ist auf jeden Fall, dass ich den Hauptwasserpegel gesenkt habe. Soweit, dass dieses Ding da jetzt Trigger ist. Okay. Moment, hier war ich schon mal. Also den Hauptwasserspiegel von einem schon bekannten Gebiet gesenkt. Das ist hier. Wieder ein Transport. Das war einer, den ich noch nicht gehabt habe, okay. Führt mich wieder nach Dairon. Geduldig warten wir auf die Ankunft. Genau wie Samus.
Da werden wir wieder in Dairon. Ah, wir nähern uns jetzt der Zentraleinheit. Das heißt, der Emmy kann bald erledigt werden. Vor allem ist es der Flash-Step natürlich eine perfekte Fähigkeit, um gegen den Emmy vorzugehen. Von dem wir eindeutig den Speedbooster erhalten werden. So. Na dann. Auf ins Emmy-Gebiet. Da ist er schon wieder. Nicht so gut. Ich sehe die Dinger hier im meisten Teil für die Verstecke da, wenn ich das richtig sehe. Markierung eigentlich weg gewesen oder was? Ich glaube schon, dass meine Markierung sich einfach gelöscht hat. Das ist, glaube ich, eine Speedbooster-Wand. Ist auch. Okay. Wo bin ich? Wo muss ich hin? Da oben. Geschafft. Der Kampf ist ja irgendwie immer derselbe. Wobei ich glaube, es gibt jetzt mehr Spaghettis. Hatten die Laser schon immer eine gelbe Farbe? Ich finde sogar, dass der Fight gerade einfacher ist. Die Laser nicht zu zweit sind. Jo. Gerade einen Hut gemacht. Gut, wird's Zeit, Emmy zu terminisieren. So, wie erledige ich jetzt einen schnellen Emmy? Auf jeden Fall schon mal nicht so. Wenn ich ihn blocken könnte, wäre es wahrscheinlich... ideal.
schnelle Emmys, ey. Ich bin ja froh, dass die Tür jedes Mal schon kaputt ist. Ich die nicht jedes Mal kaputt, neu aufmachen muss. Wenn ich jetzt, Mist. Bin ich da nochmal hin? Okay. Hat gereicht. Speedbooster erhalten. Das war so offensichtlich. Ermöglicht Samus nach kurzer Vorbereitungszeit mit Ultra-Überschallgeschwindigkeit zu sprinten. Drücke beim Rennen nach unten, um den Speedbooster einsatzbereit zu machen. Nachdem du noch etwas weiter gelaufen bist, wird der Speedbooster aktiviert. Solange er aktiviert ist, fügt Samus Gegnern bei Kontakt Schaden zu und kann Speedbooster-Blocks zerstören. Bei aktiviertem Speedbooster kann Samus auch mit Hilfe eines Shinesparks in eine bestimmte Richtung katapultieren. Bewege L bei aktivierten Speedbooster nach unten, um den Shinespark vorzubereiten. Sobald er bereit ist, aktiviere ihn mit B, bevor du in die Richtung neigst, in die Samus gestartet werden soll. Okay. Ah, okay. Ich verstehe. Ich muss also extra einen Knopf drücken dafür. Das ist gewöhnungsbedürftig. Ein Energietankteil. Jetzt und wo will ich hin? Markierung kann entfernt werden. Ich habe auf jeden Fall dieses Gebiet hier abgeschlossen. Wenn ich recht entsinne. Moment mal. Kann es sein, dass ich bei Burenia noch gar keinen Emmy getroffen habe?
Ich wette, der Emmy bei Purenia hat einfach den Gravity Suit. Sagt sich von wegen, yo, im Wasser bin ich übrigens genauso schnell wie alle anderen. Ach, dafür brauche ich. Soll ich den Speed Booster benutzen? Ich will mir auch sagen, wie. Wahrscheinlich von hier aus. Okay, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen bisher im Struggle, wie man da jetzt durchkommen soll, aber naja. Tank. Energy Tank. Ich wollte links noch kommen. Okay. Hier. Wo sind diese ganzen Räume da? Oh. Aha. Die Männer an. So. Ansonsten habe ich da irgendwie rechts noch nicht wirklich. Hier unten erkundet, also. Ja, aber hier ist glaube ich auch nichts. So. Da hinten waren Hitzeräume mit Lava, wo ich jetzt noch nicht rankam. Ist alles soweit erkundet. Irgendwie Schleusenzone, da oben war ich gar nicht.
Könnte vielleicht hier ranliegen. Was ist das denn? Sieht aus, als wäre es Powerbomben oder sowas. Okay, da komme ich nur auf der anderen Seite lang. Okay. Hier soll irgendwo ein Geheimnis sein. Ah. Blöcke, ne? Dann mal, wenn da Bröckelblöcke sind. Das ist ein Geheimnis von oben. Okay. Keine Ahnung. Ist auch egal, erstmal hier durch. Unten war ich. Ich verstehe nicht, was ich hier machen soll. Oben ist auf jeden Fall ein Teleporter, aber ich habe dieses Item nicht, was ich dafür brauche. Okay, der Aufzug, nicht Teleporter, okay. Missile Container. Ich glaube, dafür brauchte ich auch Speed Booster. Ja. Gut. Aha. Teleporter gelb.